or your mother than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow effacement on the winds. So, meine Freunde, ich habe mir heute mal hier so einen Arbeitsplatz direkt am Eingang von meinem Zimmer eingerichtet. Alles noch provisorisch. Ich hätte gesagt, ich brauche hier so ein kleines Tischchen, aber für den Moment reicht das. Und ja, heute ist was richtig, richtig Cooles, und zwar gibt es direkt vor der Haustür einen Flohmarkt. Das findet dann immer zwischen 9 und 14 Uhr statt, hier in der Lindley-Straße. Unter anderem gibt es aber auch noch einen Mainkai. Und dort findet auch ein Flohmarkt statt. Ich hätte gesagt, den schauen wir uns demnächst mal an. Und wir gucken jetzt einfach noch mal kurz zum Flohmarkt rüber und schauen mal, was es da alles zu finden gibt. Vielleicht auch ein kleines Tischchen. Voll cool, hier ist gleich das Hotel und da vorne fängt es schon an. Mega nice. Vor dem Flohmarkt, und auch hier braucht man eine Meldebescheinigung, wie wenn man in einem Restaurant sitzt oder einem Café. Wir müssen hier kurz ausfüllen und dann dürfen wir rein. Aber einmal ausfüllen, damit man reinkommt. Ja. Wahnsinn, oder meine Freunde? Wir sind jetzt hier irgendwie ein paar Minuten gestanden, nur damit wir hier diesen Zettel ausfüllen. Und ja, wenn man wieder rausgeht, muss man den wieder zurückgeben. Und dann wird dann aufgeschrieben, wann man rausgegangen ist. Und dann, so, wir schauen jetzt mal ein bisschen durch, was es hier alles Schönes gibt. Vielleicht finden wir auch ein kleines Tischchen. Ich habe auch gehört, dass die Tee, die auch mit mir im Lindley Hotel ist, heute hier auch mit dabei und stellt ein paar Sachen aus. Und vielleicht treffen wir die auch gleich auf. Wow, meine Freunde, da gibt es bestimmt auch wahnsinnig coole Stoffe zum Zerschneiden. Aber wir müssen uns noch ein bisschen zurückhalten. Ich habe ja noch so vieles auf meinem Zimmer. Habt ihr schon viel verkauft? René, ja, ich nicht. Aber ich habe nur Wintersachen, deswegen keiner Busy. Ah, okay. Auch ja. Okay. Wintersachen, wenn es warm ist, ist halt nicht so gut, ne? Ja, ich habe keine Ahnung.
out, I'm not a rap clown. Get wheel of fortune, spin around. Check it out, I'm checking, check it, check it out. Wheel of fortune, spin around. Check it out, I'm not a rap clown. Get you see? Yeah. Geht noch? Geht noch? Ja, 10 Euro. 10 Euro. Geben Sie von vorne, wenn du bist. Mal nichts, hier auf. Danke. Danke, danke. Boah, meine Freunde, das ist mal ein super, super cooles Ding. Das kann ich mal verwenden, um jetzt meine Karten zu schneiden. Sonst muss ich die immer mit der Hand schneiden, aber so ist das natürlich viel, viel cooler. Wird schon fleißig zusammengepackt. 14 Uhr hört ja der Flohmarkt wieder auf und wir checken jetzt wieder aus und geben den Schein ab. Nein. Jo, meine Freunde, checken wir mal aus nochmal, was wir uns da Cooles gekauft haben. Geil. Hufer Hobby aus Lpatl, angenehm in Made in West Germany. Krasse. Das sind mal geile Sachen. Dann kann ich hier geil die Visitenkarten schneiden. Wie geil ist das denn? Ich glaube, auf sowas habe ich mich schon lange gefreut. Es gibt immer wahnsinnig viel zu entdecken und auch für mich war es jetzt die letzten paar Wochen recht interessant, einfach auch mal erstmal hier anzukommen. Das war auch der Grund, dass ich eben nicht so viele Videos bis jetzt gemacht habe, weil ich auch ein bisschen erstmal so die Gegend erkunden musste, ein bisschen das Hotel, die Leute im Hotel, schauen, was so meine Aufgaben sein werden, weil wir Künstler übernehmen ja jeweils immer 2 Tage die Woche einen bestimmten Dienst. Und ja, da kommen so einige Sachen aufeinander und vor allem, wenn sich dann das Umfeld so ein bisschen ändert, muss man sich da wieder so ein bisschen einleben. Und gerade was jetzt nur meine Filmarbeit angeht, brauche ich da erstmal so ein bisschen einen Überblick, bevor ich dann da direkt reinsteige. Alles super cool, nur jetzt kommt wieder ein bisschen von meinem alten Plan, wie ich das früher mal gemacht habe, denn normalerweise schneide ich so knapp 6 bis 8 Stunden am Tag, denn all die Sachen, die ihr hier online seht, diese Videos, wie auch dieses, muss ja irgendwann gefilmt, geschnitten, hochgeladen, gepublished werden und irgendwie auch die Community, die darunter irgendwie schreibt, muss ja bedient werden. Denn ich habe seit 2016 angefangen, die Dinge, die ich mache, öffentlich zu teilen. Ich nehme immer bestimmte Dinge raus, die täglich passieren, teile die mit meiner Community, zeige eben so ein bisschen ein kleines Update von mir und möchte den Leuten damit auch einen Einblick geben, damit die auch verstehen, was ich mache, damit die meine Arbeit kennen und damit sie eben sehen, woraus meine Arbeit besteht. So, und wir machen genau da weiter und ich hätte gesagt, in nächster Zeit wird es fast täglich wieder ein Video geben und an alle kreativen Filmemacher, YouTuber und Fotografen aus Frankfurt, sagt Bescheid, vielleicht habt ihr auch mal Bock, eine kleine Fotosession durch Frankfurt zu machen und mir vielleicht auch ein paar Sachen von der City zu zeigen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.